vollem Boden. Ja, das ist eine Ablagerung. Knubbel, ne? Ah, hier. Boah, okay. Ja, und das beeinflusst. Herzlich willkommen bei JMTech Fahrzeugtechnik. Im heutigen Video geht es um diesen wunderschönen Audi S4 B8 mit dem V6 CFSI-Motor, also der 3-Liter-Kompressormotor, V6, Motorkennbuchstabe GWC. Der Kunde, der bemängelt im oberen Teillast- oder Volllastbereich, hat er gesagt, hat er das Gefühl, dass er nicht mehr so die Leistung hat wie damals. Also der hat jetzt 170.000 Kilometer knapp gelaufen. Und dann hat er nach ein bisschen Recherchieren herausgefunden, dass eben die Problematik mit den Einlassventilen besteht, dass da die Einlasskanäle und Einlassventile verkogen. Und hat dann bei mir eben Termin zum Walnut-Plasting ausgemacht. Hinzu kommt, dass der Kunde ist immer zügig unterwegs, hat er auch gesagt. Er fährt viel Autobahn und auch immer ja, mit Knallgas quasi. Und er hätte auch gerne Leistungssteigerung. Die wird er bei einem namhaften Audi-Tuner durchführen lassen und möchte aber vorab einen Motorcheck noch gemacht haben von mir. Das bedeutet, wir machen dann noch Kompressionsdruckmessung und eine Brennraumendoskopie. Und wenn das alles okay ist, und dann würde er sich eben überlegen, eine Stage 1 zu machen. Und also Vorab-Infos gibt es, dass er eben ja, eigentlich keinen oder kaum Ölverbrauch hat. Das Öl ist jetzt knapp 20.000 Kilometer drin. Und er hat einen Liter ungefähr, der ist jetzt bei knapp über Minimum. Also es bedeutet, so einen Liter circa hat er weggezogen, mehr nicht. Das ist schon mal sehr gut. Genau. Vorab-Infos waren noch, dass die Steuerkette wohl für so 2-3 Sekunden Geräusche macht beim Kaltstart. Da war er auch schon bei Audi mit gewesen. Und die haben aber gesagt, das wäre vollkommen im Rahmen und es wäre okay. Das hören wir uns nachher an. Das Auto stand jetzt über Nacht und ist abgekühlt. Ich hatte jetzt gestern Abend, als ich mal kurz bewegt habe, gut, da war er auch ein bisschen warm noch, nichts gehört. Ne? Aber das sehen wir dann gleich. Genau. Nach dem Kaltstart quasi wird dann der Kompressor demontiert und dann schauen wir uns die Einlassventile und Einlasskanäle an. Und dann nehme ich euch bei dem Walnut Blasting ein bisschen mit, zeige euch halt vorher, nachher Unterschied. Und dann machen wir zusammen die Kompressionsdruckmessung. Und eben die Brennraumendoskopie. Und alles so, was mir so ein bisschen auffällt an dem noch, zeige ich euch auch. Das Auto an sich ist echt in einem traumhaften Zustand. Also wirklich super. Der ist ja von 2013, das heißt jetzt 10 Jahre alt. Und ja, verstehe ich, dass der Kunde den noch lange fahren will. Und da auch noch ein bisschen was investiert natürlich. Also auch in die Haltbarkeit investiert, aber auch in eine gewisse Wertstabilität. Ja. Genau. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ich hoffe, es wird interessant und bin selbst mal gespannt, wie bei dem die Einlassventile aussehen, weil Kompressormotoren hatte ich jetzt, ja, habe ich selten da. Der letzte war ein Jaguar V6 Kompressor mit knapp 100.000 Kilometer und das sah eigentlich ganz gut aus. Bin ich mal bei dem gespannt. Viel Spaß euch, bis dann. So, der Kunde hat schon angedeutet, dass der Kaltstart ein bisschen, dass die Kette ein bisschen Geräusche macht. Das wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anhören. Der stand jetzt über Nacht und ist natürlich ja, schön abgekühlt. Und jetzt bin ich auch mal gespannt, ob da was zu hören ist. Ich mal eben das Mikrofon richten. So, ich hoffe, so kann man es hören. Also ich habe jetzt eigentlich gar nichts gehört, so richtig.
War okay. Ich höre es mir gleich schon mal oder später am Computer an. Aber jetzt im Auto konnte ich nichts feststellen. Also so, was jetzt noch gemacht wird, ich mache jetzt noch eine Eingangskontrolle. Das bedeutet, Fehlercode auslese, wird noch durchgeführt, weil es kann natürlich trotz allem immer irgendwie was dazwischen kommen bei dem Walnut-Plastik beziehungsweise bei der Kompressor-Demontage und Montage und so und mit den Saugrohrklappen. Deswegen gucke ich dann, ob vorher irgendwelche Fehler drin sind, dass ich dann nicht, ich sag jetzt mal hier ein bisschen verwirrt bin, wenn dann im Vorfeld schon Fehler war und ich denke, dass es an meiner Arbeit zum Beispiel gelegen hat. Deswegen schauen wir da jetzt nochmal rein. Ich hatte gestern auch schon geguckt. Es waren zwei Fehler abgelegt. Auch mit Saugrohrdruck. Guck mal nochmal. Ah ja, genau. Saugrohrdruck, Luftmassenmenge. Drosselklappenwinkelabweichung. Genau, das kann natürlich auch mit den verkorkten Ventilen zu tun haben. Also wenn die verkorkt sind, schauen wir uns ja dann gleich an. Und zwar war 159.000 das erste Mal, da hat er jetzt 166.000. Das heißt, der Fehler ist schon eine Weile drin. Genau. So, der wird auch nachher gelöscht. Was ich mir jetzt noch anschauen werde, sind die Verbrennungsaussätze, ob er da irgendwas erkennt. So, hier haben wir jetzt die Aussätze. Heißt jetzt hier Burning Misfire Counter. 0 ist der erste Zylinder, das heißt am zweiten Zylinder, ja, ist aber vollkommen okay. Also ja, also der zählt nirgends hoch, das passt. Das sieht gut aus. Genau, Ladedruck schauen wir uns dann danach an, also quasi nach der Aktion hier jetzt. Ja, dann würde ich sagen, geht's gleich los mit dem Kompressorausbau. Ich werde euch dazwischen mal dazu holen und ein bisschen was erklären. So, der Kompressor ist demontiert oder Supercharger genannt. Viele verwechseln ja alles mit dem Klimakompressor, weil die halt so selten sind mittlerweile, Kompressormotoren. War jetzt auch beim VW, habe ich gesagt, ah ja, Kompressoröl, ja, hat er erstmal das Klimakompressoröl rausgesucht, der Teilehändler. Er kann es ja nicht wissen. Also, ich habe dann gesagt, Supercharger. Und dann war die Sache natürlich klar. Genau, was ganz wichtig ist, dass man den eben wirklich behutsam demontiert und auch nach oben komplett raushebt und nicht irgendwie viel rumrüttelt oder so, weil hier ist halt alles voll mit Dreck. Obwohl ich abgesaugt habe eben komplett und mit Druckluft durchgepustet, also gerade hier, wo der quasi aufliegt, habe auch extra die Blenden natürlich weggemacht, dass ich da gut rankomme. Aber trotzdem sieht man hier, sind überall, hier auch, da unten im Eck, liegt ein kleines Steinchen und so. Und es ist natürlich extrem tödlich, ne, für den Motor. Also wenn man dann hier die, das Schaltsaugrohr, sag ich jetzt mal, abmacht, von Bank 1 und Bank 2, da darf echt gar nichts liegen daneben. Weil man zieht die ab und wenn dann genau da an der Dichtung so ein Steinchen liegt, dann fällt der rein. Das heißt, ich klebe jetzt hier alles ab und dann wird nochmal kräftig gesaugt. Dann kommen auch hier die Matten raus, die Hitzeschutz- und Dämmmatten. Auch hier die, aber erst muss alles picobello sauber sein, bevor ich die überhaupt nur anlüpfe, dass hier nichts reinfällt. Genau, und dann geht es auch gleich zur Begutachtung von den Ventilen und Ansaugwegen. Also man sieht schon, ich glaube, es lohnt sich, hier was zu machen. Und dann geht es auch noch an den Kompressor. Da machen wir noch einen Ölwechsel. Und dann kann ich euch hier noch ein bisschen was erklären, da auch mit dem PCV, also Kurbelgehäuseentlüftung, Ölabscheide und so. Wollte ich eigentlich neu machen, ist aber momentan nicht lieferbar. Nur aus dem Zubehör. Und es ist mir ein bisschen zu heiß, das Ganze. Weil da verwende ich lieber Original. Von daher haben wir uns jetzt dazu entschlossen, dass, wenn jetzt nicht extremst Ölnebel zu sehen ist in den Ansaugwegen, also auch im Kompressor, dass wir die drin lassen. Ja.
zur Not, ja, muss halt der Kompressor nächstes Jahr nochmal raus oder in 2 Jahren, je nachdem. Aber Kurbelgehäuseentlüftung funktioniert auch ganz gut, habe ich eben ausprobiert. Also der Druck ist okay, auf jeden Fall. Gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Alles klar, dann bis später. So, wie man sieht, hier ist absolute Sauberkeit gefordert. Ich habe jetzt die Matten mal rausgemacht und hier überall kleine Steinchen. Ne? Da liegt eine direkt, der wird direkt reinfallen wahrscheinlich. Ja, also hier muss unbedingt, wie gesagt, schön abgesaugt werden alles. Sonst kann es nicht schön werden. So. Wollte ich euch schon nochmal gezeigt haben, dass eben sowas auch mit dazu gehört. Und dass sowas auch viel Zeit frisst, natürlich. Weil man da auch auf absolute Sauberkeit achten muss. So, die Saugrohre sind demontiert und die Einlasskanäle und Einlassventile freigelegt. Und jetzt sehen wir auch hier, also es ist eigentlich jetzt nicht extrem, aber es lohnt sich trotzdem auf jeden Fall, die zu strahlen. Weil da bildet sich halt auch hier, ich sag jetzt mal wie bei den TFSI-Motoren bei 100.000 Kilometer, weil die eben durch den Turbolader bedingt ein bisschen mehr Öl durchpumpen und so. Also die haben prinzipiell mehr Ablagerung, Turbomotoren, wie jetzt hier beim Kompressor. Also ich würde jetzt mal behaupten, die sehen so aus wie bei so einem 2 Liter TFSI nach 60.000 Kilometer. Aber es kommt natürlich auch immer auf die Fahrweise drauf an. Und er wird auch viel bewegt und auch flott, hier der jetzt, der S4. Das sieht man dann schon, dass da weniger Ablagerungen sind. Jetzt auch wie als üblich. Aber wir sehen schon, also es lohnt sich trotzdem auf jeden Fall, hier die zu strahlen. War unten eben dieses, ich nenne es jetzt mal der Pilz, ne, hier am Ventilschaft. Ist schon überall so ein richtiger Knubbel. Ne? Ja, hier, boah, okay. Ja, und das beeinflusst dann eben auch die Strömung der Luft. Und die verwirbelt dann eben auch nicht mehr so, wie es sein muss, wie es eben mal irgendwann vorgesehen war. Also da lohnt sich es auf jeden Fall. Gut, dann werde ich hier mal eine Runde strahlen. Und dann sehen wir uns gleich mit hoffentlich sauberen Ventilen. So, die Ventile und Einlasskanäle sind gestrahlt. Wie man sieht, man kann wieder was erkennen. Ist nicht nur ein dunkles Loch. Und auch die Knubbel sind weg am Ventil. Und auch unten hat man jetzt gesehen beim Strahlen, dass auch doch der Ventilsitz ziemlich zugeknastert war. Also es sehen wieder aus wie neu. Alles super. So, jetzt kommen noch die Luftleitbleche rein. Natürlich auch gereinigt. Die sehen jetzt auch nicht mehr so toll aus, was aber vollkommen normal ist. Und dann geht es wieder an den Zusammenbau. Endspurt vom ersten Motorstart nach dem Walnut Blasting. Der Kompressor ist wieder montiert und auch hier die ganzen Stecker und Unterdruckschläuche und so, alles wieder dran. Auch die Blenden hier. Ich habe da noch mal zur Sicherheit mit dem Endoskop geschaut hier durch. Also Trostkab ist auch wieder drauf. Ob die Kurbelgehäuseentlüftung richtig angeschlossen ist am Kompressor, weil den setzt man ja von oben rein und dann nicht, dass dann da irgendwas verrutscht oder so. Und ja, dann hat man Salat, hat man da die Ölundichtigkeit. Kühlsystem wird auch noch abgedrückt, wie gehabt. Macht bei dem, also mache ich eh grundsätzlich immer, aber bei dem kann man in dem Zuge auch die Ladeluftkühler, die quasi hier im Kompressor sitzen, mitprüfen, weil die wohl, habe ich jetzt gelesen, ab und zu mal undicht werden. Klar hat man dann auch Kühlmittelverlust oder Kühlwasserverlust, aber in dem Fall
sieht alles super aus. Genau, Riemen ist auch wieder montiert. Jetzt fehlt hier noch der Ansaugschlauch. Und dann wird erstmal Fehlercode-Auslese gemacht, ob irgendwas im Fehlerspeicher steht. Da weiß man dann schon, also wenn nichts drin steht, kein Sensor oder Aktuator oder so, dass man alle Stecker wieder drauf hat und da, wo er hingehört. Genau. Dann bis nachher. So, Motor schnurrt. Ist auch relativ schnell angesprungen. Das kann nämlich manchmal ein bisschen länger dauern. Nach so einer Aktion. Wegen Kraftstoff, Hochdruck und so weiter. Aber er nimmt auch schön Gas an. Sieht gut aus. Jetzt schauen wir mal noch in den Federspeicher. So, gucken, ob er was ausspuckt. Nein, keine Fehler erkannt. Sehr schön. Dann gehen wir mal hier noch ein paar Werte durch. Ja, Inspektion ist auffällig. Da machen wir morgen den Ölwechsel. Hat auch ein bisschen was gefehlt. Ich habe jetzt nachgekippt. Genau, wir wollten uns auch jetzt nochmal die Aussätze anschauen. Safe. Ah ja, nee, da hat er. Das ist so ein Langzeitzähler, wie es aussieht. Aber da hat er jetzt auch nicht hochgezählt. Sieht schon mal gut aus. Ich gucke auch morgen nochmal bei der Inspektion mit meinem VW-Programm. Ja, das sieht aber alles gut aus. Ja, wunderbar. Ja, Lufttemperatur geht auch alles. Genau, dann gehe ich halt immer hin und gucke dann nach so einer Aktion hier mal alles durch, ob irgendwas auffällig ist. Oh, das sind jetzt alles nicht verbaute Geber da. Temperaturgeber. Außentemperatur passt auch. Ja, läuft eigentlich schön ruhig, würde ich sagen. Tipptopp. So, Motorölwechsel haben wir natürlich auch gemacht in dem Zuge. War ja schon 20.000 Kilometer drin. Was ich dann noch mache, dass ich mir hier den Ölfilter richtig anschaue, ob da irgendwie Späne oder irgendwas, ein Abrieb oder so zu erkennen ist. Da ist ein bisschen was hier, aber alles komplett im Rahmen. Ja, so geht man dann hier natürlich jede einzelne Lamelle durch. Das mache ich auch grundsätzlich immer, dass ich mir die Ölfilter genauestens angucke, wie die so aussehen. Aber in dem Fall alles super. So, ich wollte euch mal eben was zeigen hier. Ich bin gerade dabei, den Luftfilterkasten zu demontieren, dass ich hier die Zündspulen herauskriege, um den Zündkerzenwechsel zu machen und Kompressionsdruckprüfung sowie, jetzt habe ich hier schon den fest, mit einer Hand ist ein bisschen schwierig, aber boah, ja. So sieht es hier aus. Also da wird es allerhöchste Zeit für den Luftfilter, weil gerade so ein Kompressormotor, ne, der zieht halt ordentlich Luft durch. Und das ist jetzt schon extrem hier. Also ich weiß nicht, wie lange der schon drin ist. Können wir gleich mal aufs Produktionsdatum gucken. Das bedeutet natürlich einmal neu. Ist auch schon da, da hatte ich schon mit gerechnet. Also dass er so schlimm aussieht nicht, aber in dem Zuge macht man dann eben doch immer neun rein. Ja, so ist das. Boah, ja.
hat sich gelohnt, würde ich mal behaupten. Also ich sag mal, das Fahrzeug war jetzt eigentlich nur zum Walnut Blasting angemeldet hier. Und es ist so oft, dass dann solche Sachen sind. Ne? Also ich verstehe als die Leute, die den Service machen, nicht, dass die alles nach, ich sag jetzt mal, Vorgabe auch machen. Also man muss ja irgendwie irgendwann ein Gespür dafür entwickeln, wann irgendwas nötig ist. Und da gehört dann halt eben so ein Luftfilter dazu. Dann gehört halt der Kunde angerufen und gesagt, hier, wir machen lieber mal einen Luftfilter mit beim Ölwechsel und warten nicht noch, bis halt der Audi anzeigt oder eben ja, laut Serviceplan. Also da braucht man schon ein bisschen mehr Weitsicht, sag ich jetzt mal, um eben solche Sachen im Vorfeld zu erneuern. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Zündkerzen aussehen. Ja, also wie man sieht, die sind auch schon ein bisschen länger drin, die Kerzen. Haben auch hier schon Gasdurchsatz, ein bisschen. Also ich schätze mal so, wenn ich mir die so angucke, so 50.000, 60.000 sind die schon drin. Auch der Elektrodenabstand, da ist mal eine neue. Ne, ist schon gut weggebrannt hier alles. Aber gut, deswegen kommen wir jetzt neue rein. Passt. Ja, ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus. Stand jetzt auch kein Öl im Zündkerzenschacht. Ist ja auch manchmal durch die Nockenwellen, durch die Ventildeckeldichtung quasi, dass da ein bisschen Öl rauslaufen kann. Oder auch vom Nockenwellenlagerdeckel auch. Ne? Aber jetzt in dem Fall passt das. Auch auf der anderen Seite. Auf der Bank 2. Sieht auch gut aus. Gut, dann wollen wir mal gleich anfangen mit Kompressionsdruckmessung. Also wie gehabt für Kompressionsdruckmessung. Kraftstoffsystem, quasi die Kraftstoffzufuhr ist unterbrochen. Dann natürlich alle Kerzen und Zündspulen raus und eine Spannungsunterstützung ist gegeben, dass wir immer die gleiche Starterdrehzahl haben. Dann mal los. Also, ich würde sagen, wir machen jetzt den ersten zusammen und dann die anderen mache ich alleine, außer es gibt irgendwelche Auffälligkeiten. Aber jetzt alle 6 quasi mit Kamera kann ich nicht machen, da fehlt mir leider die Zeit. Also, da haben wir jetzt hier den Kolbenboden, ja, das ist eine Ablagerung. Der Kunde, der fährt auch, ich glaube, super im Alltag. Hat er gesagt, weil er eben auch so viel fährt. Aber das ist auch vollkommen normal hier. Die ganzen Ablagerungen da. Das passt. Ich sag mal, wenn er ab und zu mal mit Additiven arbeitet, gutes Öl war jetzt auch schon relativ lange drin. Und was man halt auch sagen muss, auf dem Endoskop sieht natürlich alles immer schlimmer aus, wie es ist. Also es ist jetzt vollkommen normal hier. Ja, auch an der Zinderlaufbahn ist der Alusil beschichtet. Da sieht man auch nichts. Es sind keine
keine Laufspuren oder beziehungsweise größere Kratzer oder sowas zu sehen. Hier ist die Druckseite. Oh. Ist aber auch vollkommen normal. Man sieht auch noch deutlich den Hohnschliff. Klar, die Spuren nach oben. Ja, wobei, nee, also ist wunderbar. Sieht sehr gut aus. Wie gesagt, einzig und allein hier jetzt der Kolben. Dass man da schon ein paar Ablagerungen sieht. Aber ansonsten passt es soweit. Dann wollen wir mal uns die Ventile angucken. Das sieht doch alles gut aus. Anspitzdüsen. Gut, auch alles im Rahmen. Auch im Bereich hier von der Kopfdichtung sind auch keine Spuren zu sehen, dass da irgendwie Wasser oder so rausläuft. Jetzt spiegelt es leider. Ah ja, aber so sieht man es, ne? Ja. Ne, kann man nicht meckern. Sieht gut aus. Jetzt mache ich mal noch vom Kolben ein Bild. So. Gut, dann werde ich noch die anderen Zylinder endoskopieren. Und falls sich irgendwie was Besonderes ergibt, hole ich euch nochmal mit dazu. Und ansonsten baue ich den gleich wieder zusammen dann nach der Endoskopie. Und dann geht's weiter. So, hier nochmal von außen das gute Stück. Ist ein bisschen windig. Gerade von der Probefahrt gekommen. Alles super. Können wir mal hier reinschauen. Sauge ich gleich schon ein bisschen aus hier. Aber die Sitze einwandfrei. Also für 10 Jahre echt super. Er läuft auch einwandfrei. Richtig ruhig. Sehr schön. Sehr schönes Fahrzeug. Also es hat sich definitiv gelohnt, da ein bisschen was zu investieren. Mit 166.000 jetzt. Ist auf jeden Fall immer zu empfehlen, so eine Aktion. Da weiß man auch, was man hat, wo man steht. Der Motor ist wieder gereinigt von innen. Ja, wunderbar. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet einen kleinen Eindruck bekommen, wie gut so ein 3 Liter Kompressor ist. Ich muss dazu sagen, der Kunde, der lässt es auch ziemlich krachen, hat er gesagt. Also der fährt eigentlich, ja, auf der Autobahn immer richtig zügig. Der kriegt auch sein Fett weg. Und dafür sieht er mit 170.000 Kilometer wirklich also super aus. Auch der Motorzustand, Laufbuchsen, alles super. Zylinderlaufbahn, besser gesagt. Wenn ihr Fragen habt, gerne melden. Mehr Infos auch auf meiner Homepage oder auf meinem YouTube-Kanal. Gibt es mittlerweile auch ein paar Videos. Und vielleicht fährt er der ein oder andere auch so einen Teil der Kompressor. Und weiß jetzt, auf was zu achten ist und was man, ich sag jetzt mal, ja, bei der Laufleistung machen kann. Alles klar, dann macht's gut. Bis dann, bis zum nächsten Video. Ciao.